Ja, hallo, wir machen weiter mit Teil 8.2 der Fourier-Transformation. Jetzt haben wir im letzten Video uns das können wir alles mal eben überspringen hier. So, wir haben im letzten Video ein Stück einer Funktion, also Video 8.1. Das ist wichtig, dass, wenn ihr das vorherige Video nicht gesehen habt, Link irgendwo da unten in der Videobeschreibung, vorher das Video angucken, sonst macht das hier überhaupt keinen Sinn, was ich jetzt hier gleich erzähle. Wir haben also im vorherigen Video dieses Stück aus dieser Funktion hier rausgenommen, also irgendeiner beliebigen, da hat man so einen Puls und zack, so ein Ding, und haben daraus eine komplexe Koeffizientenfolge gebildet, die dann eben einen periodischen Fortsatz beschreibt, wenn man das aufsummiert. Was wir jetzt machen, ist, wir werden die nicht ein Periodes, so ein Stück da periodisch fortsetzen, sondern wir werden die ganze Funktion transformieren. Und dann erhalten wir über diese Transformation, machen wir also aus einer Funktion, die also einen reellen Wert hat, also eine, das ist reell, ich habe t von minus unendlich bis unendlich, ist wichtig, also von minus unendlich bis unendlich, das ist eine reelle Zahl, da werden irgendwelche Werte zugeordnet, das sind auch reelle Werte, also Dinge, die man messen kann zum Beispiel, also so Zahlen wie 5,5. Dem wird eine völlig nicht mehr interpretierbare, wenn man das vorherige Video nicht gesehen hat, völlig nicht interpretierbare Zahl zugeordnet, die ist dann komplex. Was das heißt, konnte man so ein bisschen aus der Reihenentwicklung herauslesen, dass es das also Schwingungen sind. Dann habe ich also eine Zuordnung auf eine komplexe Zahl, allerdings auch noch eine reelle Variable. Ich kann es noch plotten. Das hört sich jetzt wieder viel schlimmer an, wie es ist, wenn man das mal zeichnet. Oh, da hat sich noch ein Stück von der Animation versteckt. Wenn man das zeichnet, ist es eigentlich einfacher zu verstehen, was da dahinter sich verbirgt. Ich wollte eigentlich aus dem letzten Video die gleiche Funktion nochmal nehmen, also diesen Sprung, der da einfach nur bei t gleich 2 hochgeht. Das funktioniert nicht, wenn wir am Ende des Videos darauf zu sprechen kommen, dass das nicht funktioniert. Und die Tatsache, dass es das nicht funktioniert, ist eigentlich auch das große Problem, wieso dieses Video eigentlich nur fürs Verständnis wichtig ist, aber vielleicht in der Regelungstechnik erstmal gar nicht so eine große Rolle spielt. Muss immer vorsichtig sein, was man dazu also sagt. In der Signalverarbeitung ist es dann wieder doch was anderes, wenn man irgendwelche Fensterfunktionen beschreiben will. Ja, da brauchen wir es dann wieder. Für die Lösung von Differentialgleichungen eher weniger. Kommen wir zum Schluss drauf. Also warum das so ist und warum wir jetzt eine andere hängt also damit zusammen, dass wir jetzt ein anderes Beispiel hier haben. Ich erkläre das an so super einfachen Beispiel. Ich habe einen Sprung, der geht von 0 auf 1 bei minus 2 und geht dann wieder von 1 auf 0 bei 2. Das ist also einfach eine Multiplikation von zwei Sprungfunktionen. Jetzt mache ich einfach nochmal das gleiche, was ich im letzten Video gemacht habe. Ich pick mir hier eine Periode raus, muss es ein bisschen anders machen. Und diese Periode, die stelle ich dar. Ich habe jetzt hier eine Periode von 5. Die wähle ich von minus, muss man hier eigentlich einzeichnen, die wähle ich jetzt mal von hier bis hier, also von minus 2,2, minus 2,5 bis 2,5. Habe ich jetzt eine Periode von 5. Dann kann ich also hier über diese, kann ich die komplexen Koeffizienten bilden, kann die hier darstellen und kann das hier aufsummieren, wie im letzten Video auch. Ich mache jetzt hier einen kleinen Trick, damit das gleich nach dem aussieht, was ich da haben will. Ich sage, ich stelle nur viermal. Also ich gehe hier von 0 bis 2 mal t. Also hier das Ende dieser Skala ist 2 mal t und hier hinten entsprechend minus 2 mal t. Das ist nur zur Erklärung, damit der Graph hier immer gleich bleibt. Deswegen sind jetzt hier auch nicht so viele Schwingungen übereinander gelegt. Deswegen sieht das jetzt hier auch noch so ein bisschen schlampig aus. Das ist allerdings für die Erklärung jetzt eigentlich hier gar nicht so relevant. Das ist nur ein bisschen darauf achten. Es ändern sich jetzt hier diese Skala immer und es ändert sich hier unten die Skala immer, wenn wir jetzt die Periode verändern. So, was wir jetzt machen, ist, wir werden jetzt diese Periode größer machen und wir stellen jetzt einen periodischen Fortsatz nicht mehr so, wie wir es hier gemacht haben. Da sehen wir hier, das sind die komplexen Koeffizienten, wie im letzten Video. Wir gehen jetzt nicht von minus 2,5 bis 2,5, sondern wir machen die Periode einfach mal größer und gehen von minus 5 bis 5 und setzen es dann periodisch fort. Sieht man hier, hat sich jetzt ein bisschen verändert. Die Originalfunktion geht von minus 5 bis 5 und wird periodisch fortgesetzt. Jetzt hat sich hier die Skalierung immer ein bisschen geändert. Ich muss das irgendwie hier auf die Bilder kriegen und hier hat sich die jetzt auch geändert. Das war deswegen, hatte ich das vorhin angekündigt. Ja, jetzt habe ich die Periode größer gemacht und das Ziel, was ich eigentlich machen möchte, ist, was passiert, wenn ich die Periode richtig groß mache? Also, das kann ich noch weitermachen. Jetzt habe ich 10, ich kann mal auf
muss ich zur Darstellung, mache ich jetzt aus den Kreuzen, mache ich Punkte, damit sonst habe ich hier einfach nur noch so einen Salat, dann erkenne ich hier nichts mehr. Statt 10 gehe ich jetzt mal auf eine Periode von 50. Und je nachdem, wo ihr jetzt schon irgendwelche Vorlesungen oder sonst was irgendwo gesehen habt zu dem Thema, keine Ahnung, kommt euch vielleicht dieses Bild hier schon so ein bisschen bekannt vor. Bei einer Periode von 50 sehe ich, jetzt habe ich diese Periode größer gemacht. Ich setze diese Funktion immer noch periodisch fort, aber dieser Bereich hier, na, den ich jetzt bei dieser Sprungfunktion hatte, der also hier die ganze Zeit 0 bleibt, der ist jetzt halt deutlich länger. Und dieses Spielchen kann ich jetzt noch beliebig weitermachen. Ich kann die Periode auch mal auf 100 setzen und dann kommt hier sowas raus. Und bei 1000 ist schon so, dass das Programm zum Plotten hier diese einzelnen Punkte gar nicht mehr erwischt. Also das könnt ihr jetzt schon vergessen. Aber es zeichnet sich hier auf dieser Seite was Interessantes ab. Und jetzt kommen wir eigentlich zu der Auflösung von all dem, was wir hier gerade machen. Wenn wir jetzt also, was wir jetzt bisher gemacht hatten, war in der Reihenentwicklung, haben wir einfach nur einen periodischen Fortsatz von einer Funktion gebildet und haben das über diese Summe gemacht. Das heißt also, die Reihenentwicklung hat mir ja hier eine diskrete, das war also eine diskrete Funktion, die mir diese komplexen Koeffizienten hier zurückgibt, wenn ich die aufsummiere, die mir dann wieder die ganze Funktion beschreiben. Die Fourier-Transformation hingegen nimmt jetzt nicht einfach nur einen periodischen Fortsatz von einer Periode, sondern da macht man die Periode unendlich groß, also man nimmt alles und hat damit alle Frequenzen. Wir hatten ja diesen Indiz n hier, den wir hier hatten, der hat uns ja angegeben, welche harmonische Oberwelle dieser Frequenz immer ist. Ich hatte also diese Grundfrequenz, die durch die Periode bekannt war. Also ich habe hier über die Periode integriert. Ich muss noch dazu sagen, das ist jetzt leicht anders wie im vorherigen Video, falls es der ein oder andere merkt. Ich hatte von 0 bis t integriert, hier integriere ich über t. Und wenn ich über t integriere, sind die komplexen Koeffizienten nicht mehr konjugiert komplex. Also nur falls es einen wundert, warum das in den Bildern vorhin auf einmal nicht so umgedreht war wie im Video vorher. Muss man auch erstmal merken. So, wenn ich jetzt also dieses t, wenn ich das jetzt unendlich lang mache, ich kann das jetzt hier ganz kompliziert umstellen und irgendwie kann ich es auch herleiten, dann geht diese Summe in ein Integral über und ich bekomme eine Spektralfunktion, nennt man das. Und diese Spektralfunktion stellt mir jetzt dar, wie sich aus allen möglichen Frequenzen diese komplette Funktion zusammensetzt. Halt eben ohne, dass ich nur eine Periode rauspicke, sondern ich mache die einfach unendlich groß. Man hat so ein bisschen auf den Bildern vorhin, hat man es glaube ich gesehen, was da passiert. Wenn man die immer größer macht, dann wird das irgendwann, gibt es eine Linie und irgendwann ist auch mein Rechner am Ende, weil das muss ja sicher über irgendwelche Schleifen da zusammenrechnen und das dauert dann irgendwann ganz schön lange. Ich kann das auch herleiten und dann komme ich dann darauf, dass ich von dieser Summe auf dieses Integral das Ganze überführen kann. Das ist ein bisschen komplizierter, das lasse ich jetzt an der Stelle weg. Es sei mal dahingestellt, dass das, glaube ich, verstanden wird, wenn man sagt, aus dieser Summe mache ich, weil diese Summe setzt sich ja zusammen aus diesen einzelnen Spektrallinien, von den einzelnen Schwingungen, dann brauche ich eigentlich, um die unendlich große Periode von t minus unendlich bis unendlich, um die darzustellen, dann brauche ich einfach alle Frequenzen. Also die Grundfrequenz ist dann hat eine unendlich große Periode. So, und dann, daraus ergibt sich dieses, wenn man das dann umformt, das mache ich jetzt nicht, ergibt sich dieses Integral. Dann kann ich also dieser kompletten Funktion über diese Transformation ein komplettes Spektrum zuordnen. Wir werden das jetzt mal kurz machen für diese Funktion. Also in den vorigen Folien hatten wir diese Reihenentwicklung durchgeführt und es immer größer gemacht. Ich rechne das Integral mal aus, dass man sieht, wie es geht. Ist nicht so sonderlich schwierig. Ich setze das hier ein. Das ist ein Sprung von minus 2 bis 2 und dadurch integriere ich nur noch von minus 2 bis 2, weil der Rest ist sowieso 0. Dann muss ich die Stammfunktion bilden, kann ich das hier ausklammern. So, der einzige Trick hierbei ist, wenn ich dann obere und Untergrenze habe, dass ich hier ein Minuszeichen ausklammer, in das ich dann auf so eine Form hier komme. Warum? Muss ich nicht unbedingt machen, allerdings hatte ich woanders mir das schon mal aufgeschrieben und dann ist es so ein bisschen einfacher, wenn ich dieses Vorzeichen hier von der E-Funktion umdrehe und die vertausche, denn, ich hatte hier das noch notiert, wenn ich die Eulersche Relation nehme und schaue mir das hier mal an, ich habe hier zwei E-Funktion mit einem, also zwei, das sind ja zwei komplexe Zahlen, das ist ganz wichtig, das sind immer komplexe Zahlen und die sind haben die umgekehrte Phasenlage hier. So, und jetzt
Habe ich also hier einmal ein Minus und einmal ein Plus, aber den gleichen Betrag. Und dann kann ich gucken, was passiert hier mit der Eulerschen Relation, indem ich das mal hier einsetze. Jphi minus Jphi ist aus dem vorherigen Video noch bekannt, denke ich mal. Brauche ich jetzt gar nicht so viel zu sagen. Dann drehen sich hier die Vorzeichen wieder um, wegen Symmetrie und Punktsymmetrie. Und dann weiß ich, dass also das, was hier drin steht, 2 mal die imaginäre Zahl mal Sinus von Phi ist. Und wenn ich das hier wieder einsetze, dann habe ich hier eine Sinusfunktion und dann hier J mal J, also 2 mal komplex mal komplexe Zahl, ist dann minus 1 per Definition. Und dann ist das hier die Transformierte von dieser Funktion. Das geht eigentlich manchmal relativ einfach. Das kann ich mir jetzt noch darstellen. Also ich habe jetzt diese Spektralfunktion, ist die Transformierte dieser kontinuierlichen Funktion hier. Das kann ich manchmal ausrechnen. Es gibt aber auch Formelsammlungen, da stehen die listenweise drin. Kann ich darstellen und dann sieht das Ganze so aus. Ich kann also diese Funktion, die hier einen Sprung hat, als Amplituden- und Phasenspektrum darstellen. Das ist jetzt ein kontinuierliches Amplituden- und Phasenspektrum. Man hat es in den vorherigen Folien ja gesehen, wie sich das je höher ich die Periode mache, desto mehr nähert sich das eigentlich an diese Form hier an. Was hier ganz interessant zu sehen ist, wir haben ja hier eigentlich, eigentlich könnte man ja sagen, das müsste doch eigentlich, müssten es reelle Zahlen sein. Ja, eigentlich sind es jetzt, also diese Funktion ist tatsächlich an sich reell, heißt aber nicht, dass das immer so ist, sondern weil hier dieser komplexe Exponent, diese E-Funktion mit diesem komplexen Exponenten hier drin steht, kann es also durchaus sein, dass wenn ich hier was anderes nehme, dass dem nicht mehr so ist, dass ich hier eigentlich nur noch nur eine reale Funktion habe. In der Darstellung bedeutet es trotzdem, dass ich hier den Betrag der Zahl darstelle und hier das Argument oder die Phase dieser Zahl und ich habe jetzt hier so eine 0 und 90 Grad, 0 und 180, ja, 180 sind das ja nicht 90, 0 und 180 Grad phasenverschobene Lage, denn eigentlich, wenn man das hier plottet, das ist ja nur Sinus von 2 Omega und dann halt noch 2 durch Omega drauf multipliziert, das ist also, im Endeffekt ist das hier sowas, dass ich halt einfach so eine, sowas, 1 durch Omega nehme und dann, ich muss ja irgendwo noch Platz finden, habe ich halt hier noch eine Sinusschwingung drüber. Und dann gibt es sowas, was irgendwie so runterschwingt. Und eigentlich ist es so, dass die, wenn man das jetzt nicht den Betrag darstellt, dann würde man diesen Fortsatz dieser Schwingungen hier unten noch so sehen. Die sind jetzt auf der anderen Seite und man stellt es halt eben dar, indem man sagt, die Phase ist hier um 180 Grad verschoben. Denn wenn ich bei Sinus oder Cosinus die Phase um 180 Grad verschiebe, dann drehe ich die effektiv um. Dann so kann ich hier diesen Betrag und so kann ich also diese Funktion, die eigentlich hier so rumschwingen sollte, die kann ich also auch so darstellen, dass ich sage, ich habe hier einen Betrag und eine Phase. Ist jetzt in diesem Beispiel ein bisschen einfacher. Erase all in one slide. Ist jetzt hier ein bisschen einfacher. Es gibt da, wie gesagt, je nachdem, wie man dieses Integral löst, kann es also durchaus sein, dass hier auch weiterhin irgendwas mit einer komplexen Zahl steht. Und dann ist dem nicht mehr so, dass man hier so eine einfache Phasenlage hat, wo man dann einfach nur das negative Vorzeichen, also das negative Vorzeichen wird hier durch eine Phasendrehung von 180 Grad dargestellt. Sowas gibt es später auch mal noch beim Nyquist-Kriterium und sowas. Da kommt diese Denkweise nochmal auf einen zurück. So, jetzt habe ich vorher schon mal erwähnt, dass es nicht geht. Hier steht auch die Überschrift, wozu eigentlich später die Laplace-Transformation. Das war das letzte Beispiel. Und wenn ich jetzt sage, okay, ich lasse diese Perioden, hier eine Periode wegzupicken. Oh, hier habe ich was mit der Animation vergeigt. Entschuldigung, das sollte erst nachher kommen. Diese Periode wegzupicken, dann kann ich ja sagen, jetzt transformiere ich einfach das ganze Ding und dann sehe ich aber, was hier passiert. Ich setze also diese Funktion hier ein. Macht das Integral von 2 bis unendlich wieder, wegen der Sprungfunktion. Das funktioniert immer so, sollte, glaube ich, bekannt sein. So, dann Stammfunktion bilden, kann ich das hier ausklammern. So, jetzt sollte das hier aufblinken. Zack, da ist es. Dann kann ich obere minus untere Grenze machen und jetzt bekomme ich gleich ein Problem. Denn das hier steht e hoch j Omega unendlich. Jetzt könnte man ja meinen, ja, e hoch minus unendlich ist ja 0. Ist ja bekannt. Ja, allerdings ist steht hier nicht eine, das geht, wenn es eine reelle Zahl ist. Wir haben es ja allerdings mit komplexen Zahlen zu tun. Und e hoch minus, minus die komplexe Zahl mal unendlich ist nicht definiert. Wenn es nämlich definiert wäre, dann könnte ich das ja auch irgendwie über die Eulersche Relation so umschreiben. Mit Cosinus von unendlich und imaginäre Zahl mal Sinus von unendlich. Das funktioniert aber nicht.
Und weil das nicht funktioniert, ist die Menge der Funktionen, die ich über die Fourier-Transformation transformieren kann, die ist halt eben doch eingeschränkt. Die Voraussetzung, dass ich die Fourier-Transformation durchführen kann, ist, dass die Funktionen hier unter, wenn man den Betrag der Funktion integriert, dann muss der einen endlichen Wert annehmen. Das heißt also, diese Funktionen müssen irgendwie, wenn es gegen, also sowohl für positive als auch negative Werte, müssen die irgendwie wieder gegen Null gehen, sodass, wenn man die aufintegriert ins Positive und Negative Unendliche, dass die, dass da ein Wert rauskommt. Also ich muss bis nach unendlich integrieren können und da muss irgendwie ein Wert rauskommen. Wenn das nicht geht, wenn da also kein fester Wert rauskommt, sondern unendlich oder sowas wie hier, dann lässt sich diese Funktion gar nicht transformieren. Und das ist ein Problem, denn eine Sprungfunktion ist was, was in der Regelungstechnik doch immer wieder mal vorkommt und womit ich eigentlich die Systeme später auch sogar charakterisieren möchte. Und wenn ich schon das nicht transformieren kann, dann ist die Fourier-Transformierte hier eigentlich in dem Thema nicht ausreichend für das, was ich brauche. Aber es reicht, um mal so einen Einblick in diese Spektral, das Amplitudenspektrum zu kommen. Weil später, wenn wir im nächsten Video auf die Laplace-Transformation zu sprechen kommen, dann wird das Ganze noch übler. Dann brauchen wir so dreidimensionale Sachen. Kommt dann gleich, könnt ihr euch gleich danach auch noch angucken. Was jetzt trotzdem schon funktioniert, ist, dass ich eine Übertragungsdifferenzialgleichung, eine lineare Übertragungsdifferenzialgleichung, dass ich die transformieren kann in eine algebraische Gleichung. Das können wir mal kurz abhandeln. Das mache ich mal kurz durch. Das machen wir später mit Laplace nochmal ausführlich. Es geht aber schon so. Wenn ich also eine Funktion y und t habe und möchte daraus ihre Spektralfunktion y von Omega, diese komplexe Funktion, haben, dann mache ich das über dieses Integral. So, also das muss ich halt ausrechnen, haben wir vorher mal gemacht. Wenn ich das jetzt berechnet habe, dann kann ich aus dieser Spektralfunktion die Ableitung der gleichen Funktion bestimmen, indem ich die Funktion in diesem Frequenzbereich, genau das nennt man ja den Frequenzbereich, die Funktion im Frequenzbereich einfach nur mit j Omega multipliziere. Und wenn ich das Ganze nochmal ableiten will, dann multipliziere ich j Omega einfach nochmal mit j Omega. Dann wird natürlich j mal j, also eben die komplexe Zahl ist, wird dann halt eben zu minus 1, deswegen steht dann hier minus Omega und dann, also minus Omega Quadrat. So kann ich eine Ableitung einer Funktion im Bildbereich, nicht im Bildbereich, sondern im Frequenzbereich darstellen. Das ist eigentlich relativ einfach und jetzt kann ich, dadurch, dass ich diese, wenn ich diese Transformation anwende, kann ich auch, das ist der Linearitätssatz, ich kann also Teile einer Funktion auch einzeln transformieren, wenn die irgendwie mit Plus da zusammen addiert werden. Und jetzt kann ich diese Ableitungen, die hier stehen, jetzt kann ich diese ganze Gleichung nehmen und kann, also nicht nur eine einzelne Funktion, sondern ich kann eine ganze Gleichung im Frequenzbereich darstellen. Und dann verschwinden diese Ableitungen. Diese Ableitungen werden dann also zu diesen Faktoren, die jetzt hier auch stehen. Wozu man das braucht und was man damit jetzt machen kann, ist, dass man das umstellt. Möchte ja, wenn ich eine Differentialgleichung lösen will, möchte ich ja immer y von t wissen. Ich möchte ja wissen, was passt, also welcher Zeitverlauf meiner Ausgangsgröße passt denn hier rein? Was beschreibt denn diese Gleichung? Was kann ich denn da einsetzen, damit es passt, wenn ich das analytisch machen will? Ich habe das in den vorigen Folien, auch in den nichtlinearen Differentialgleichungen, ich habe das immer numerisch gemacht, weil ich es eigentlich nur zeichnen wollte. Aber wenn ich es genau wissen möchte und da auch irgendwelche Gesetzesmäßigkeiten daraus herleiten möchte, dann muss ich das natürlich auch analytisch lösen können. Und das kann ich machen, indem ich das Ganze in den Frequenzbereich transformiere, denn hier verschwinden diese Ableitungen. Und natürlich muss ich auch die Eingangsfunktion, die hier u von t ist, die wird dann zu, also es könnte ja irgendwie ein Sprung sein, aber das ist jetzt schon das Problem, dass ich also die Eingangsfunktion, diesen Zeitverlauf, den muss ich auch in den Frequenzbereich transformieren und den hier als Spektralfunktion definieren. Und das ist in der Regel ein Problem, denn kann ich das, kann ein y von Omega kann ich hier ausklammern und dann kann ich das, theoretisch könnte ich das so lösen. Wenn ich jetzt also in der Lage bin, das ist jetzt die Voraussetzung, dass ich also diese Eingangs- oder diese Störfunktion, dass ich diese Störfunktion transformieren kann in den Frequenzbereich, dann kann ich die Funktion, die ich im Frequenzbereich habe, die muss ich dann nur noch durch das hier teilen und dann habe ich die Lösung für meine Differentialgleichung im Frequenzbereich. Da muss ich das wieder rücktransformieren. Also ich kann ja alles, was ich hier mache, kann ich übrigens in beide Richtungen machen. Es funktioniert aber in der Praxis dann nicht,
zumindest in der technischen Praxis wird es dann schwierig, denn ich kann hier nicht, ich kann hier keinen Sprung Differenz, ich kann hier keinen Sprung transformieren. Na, nochmal zurück, ich kann diesen Sprung hier nicht transformieren, denn dafür ist das Fourier-Integral schon gar nicht lösbar. Und damit ist dieses Werkzeug zwar ganz nett, um es hier mal so dem Ganzen mal so ein Video zu widmen, so ein kurzes, ohne irgendwelche Herleitung, dass man zumindest mal die Bilder gesehen hat, aber viel mehr gibt es dazu in diesem Punkt noch nicht zu sagen. Es wird, bleibt allerdings wichtig, denn es gibt vor allem bei der diskreten Fourier-Transformation gibt es dann später Fensterfunktionen und bei der Fensterfunktion ist es zum Beispiel ganz wichtig, die Spektralfunktion dieser Fensterfunktion zu kennen und zwar im die genau in diesem, das ist eine kontinuierliche Funktion und die wird dann natürlich auch wieder einer Fourier-Transformation unterzogen. Dann kommt diese komplexe Spektralfunktion nochmal vor. Das, was ich allerdings dann machen mit könnte, dass ich also Differentialgleichungen lösen kann, dafür ist die nur bedingt geeignet, weil ich halt eben nicht so viele Funktionen als Störglied noch mit transformieren kann, wie ich eigentlich möchte. So, dann sind wir, glaube ich, hoffentlich mit durch. Ich habe versucht, das Ganze ein bisschen runterzukürzen auf das, was eigentlich für diesen Themenkomplex dynamische Systeme, was dafür wichtig sein könnte. Es ist natürlich ein Riesenthema, keine Frage. Und wir werden im nächsten Video dann weitermachen mit der Laplace-Transformation. Wenn es dazu noch Fragen gibt, schreibt es in die Kommentare rein. Ich lese die alle, freue mich auch immer über Kommentare und Feedback. Und wir machen im nächsten Video weiter mit der Laplace-Transformation. Bis dann!